Hallo bei Checkpot. Im Ruhrgebiet gibt es Fußball, Zechen und Stau auf der A40, aber auch eine ganz besondere Kultur, die immer wieder auch auf der großen Leinwand eine Rolle spielt. Im Pott wurden viele Serien und auch Kinofilme gedreht. Jetzt kommt ein weiterer hinzu, Sommerfest von Sönke Wortmann. Am 29. Juni kommt der Film in die Kinos und wir begeben uns heute auf die Spuren des Films und zeigen euch die Drehorte. Ihr solltet bis ganz zum Ende dranbleiben, denn da gibt es noch was Nettes zu gewinnen. Der Film Sommerfest basiert auf dem gleichnamigen Buch von Frank Goosen. Der ist ja bekannt für seine Ruhrpott-Geschichten und auch Sommerfest ist wieder ein unterhaltsamer Ausflug in den Ruhrpott-Alltag. In dem Film kehrt der Theaterschauspieler Stefan aus München zurück in seine Heimat, das Revier, und trifft dort auf viele alte Freunde, unter anderem auch auf seine Jugendliebe Charlie. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Als Filmkulisse für Sommerfest dienten unzählige Orte im Pott, vor allem aber in Bochum, der Heimatstadt von Frank Goosen. Wir begeben uns mal auf Entdeckungstour. Hast du Charlie schon angerufen? Warum fragen mich eigentlich alle, ob ich Charlie schon angerufen habe? Kack die Wand an, jetzt guck mal, was die Katze uns da reinschleppt. Wo soll ich hin? Der Stefan, der Schauspieler. Was, echt jetzt? Ihr lebt doch jetzt in München. In München? Wenn ich die nur reden höre, fange ich schon am Kotzen. München ist doch voll die Scheiße. Woher willst du das denn wissen? Immer Themenwechsel. Was macht eigentlich die Charlie? Vorher waren alle so, ey, der Stefan, ey, Charlie. Und zwar so, dass ich den Eindruck hatte, dass ihr das Liebespaar des Jahrtausends seid. Ja, und da fragt man sich doch, warum man immer wieder voneinander wegläuft. Machst du so? Tatort? Nee, ich bin am Theater. Mach doch mal ein Gesicht! Woanders weiß man selber, wer man ist. Hier wissen es die anderen. Das ist Heimat. Unsere erste Station ist die Zeche Hannover. Die spielt nicht nur eine wichtige Rolle in dem Film Sommerfest, sondern hat auch große Bedeutung für die Stadt Bochum. 1893 wurde sie errichtet, 1973 geschlossen. Heute kann man hier in die Geschichte des Bergbaus eintauchen und sogar alte Maschinen in Aktion erleben. Zum Beispiel diese riesige Dampfmaschine. Die wurde früher auf der Zeche Hannover gebraucht, um die Kohle aus dem Schacht zu fördern. Heute dient sie als Filmkulisse. Hier im ehemaligen Maschinenhaus wurde eine Szene aus Sommerfest gedreht. Aber Achtung Wortspiel, Drehtage sind hier nicht nur, wenn die Kamera läuft. Auch ganz normale Besucher können dieses Meisterwerk der Technik in Bewegung erleben. Die Dampfmaschine ist nämlich Teil des Museums, das heute auf der Zeche Hannover beheimatet ist. Bei Schauvorführungen wird die Dampfmaschine noch regelmäßig angeworfen. Die Zeche Hannover entstand 1857 auf einem Acker am Rande der Bauernschaft Hordel. Ihren Namen hat sie vom Wohnsitz ihres Gründers Karl Hostmann im damaligen Königreich Hannover. Die Architektur der Zeche ist etwas ganz Besonderes, denn sie sieht gar nicht aus wie eine Zeche, sondern eher wie eine Burg. Bis 1908 wurde das Areal zur Großzeche ausgebaut und zog dann unzählige Arbeiter nach Bochum. 1973 war damit Schluss und die Zeche Hannover schloss als letztes Bochumer Bergwerk ihre Pforten. Na, kommt euch das hier irgendwie bekannt vor? Das ist das Elternhaus des Protagonisten Stefan aus dem Film Sommerfest. Und auch in Wirklichkeit lebten hier früher Bergmänner mit ihren Familien. Und die hatten es gar nicht so weit zur Arbeit, denn die Zeche Hannover ist nur ein paar hundert Meter von hier entfernt. Die Arbeiterhäuser am Rübenkamp in Bochum wurden um 1888 errichtet. Die Häuser verfügten über jeweils 131 Quadratmeter Wohnraum und boten damit Platz für bis zu 5 Wohnungen. Die Flure und Verbindungstüren wurden flexibel gestaltet, sodass zwischenzeitlich bis zu 10 Familien die einzelnen Häuser bewohnten. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erwarb die Zeche die Wohnhäuser und nutzte sie als Wohnraum für Arbeiter. Die hellverputzten Fassaden und die grünen Fensterläden spiegeln die Architektur dieser Zeit wider. Hinter im Haus sind
Gärten mit Stallgebäuden für die Nutztierhaltung. 1997 wurde die Siedlung von der Stadt Bochum unter Denkmalschutz gestellt. Heute befindet sie sich im Besitz des Landwirtschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Die Häuser sind jetzt Bestandteil der Ausstellung der Zeche Hannover. Im Film wohnt der Vater des Hauptdarstellers, ebenfalls ein ehemaliger Bergmann, in diesem Haus. Nach seinem Tod plant Stefan, das Grundstück zu verkaufen. Wir stehen jetzt auf dem Platz des SW Wattenscheid 08. Hier wurde das Sommerfest gedreht, des gleichnamigen Films. Dietmar, wie war das damals, als hier plötzlich das Filmteam war? Wahnsinn, also da man sowas ja noch nie live miterlebt hat, konnte man sich gar nicht vorstellen, was das überhaupt für ein Aufwand war, wie viele Leute hier rumliefen, Techniker, Schauspieler und. Es war schon ein Erlebnis. Das glaube ich. Sie tauchen auch selber im Film auf, kann das sein? Ja, und zwar ist der Trainer ausgefallen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Es war schon was Feines, super was. Was war denn so das Erlebnis, was Sie nie vergessen werden von diesen Tagen? Das war einmal der Sönke Wortmann, der also sehr, sehr tolerant, der war einfach relaxed, jeder durfte ihn ansprechen für ein Autogramm oder für ein Bild. Und dann war eine Szene dabei, da musste einer der Hauptdarsteller mehrmals in eine Bratwurst beißen. Und die war dann mittlerweile schon, glaube ich, etwas kühler. Und das bereitete ihm doch einige Probleme. Aber das haben wir dann mit einem kleinen Getränk dann beseitigt. Im Film geht es ja auch so ein bisschen um den Fußballkult im Ruhrgebiet. Wie würden Sie sagen, ist die Rolle von kleineren Vereinen in diesem Fußballkult? Es gibt ja nicht nur Schalke oder Dortmund, sondern eben auch solche kleinen Vereine wie hier. Ich sag mal einfach, ohne uns kleinen Vereinen würde es manches Talent, was in den großen Vereinen jetzt spielt, nicht geben. Wir sind halt die Basis für die großen Vereine und deshalb sind wir auch unverzichtbar, weil Fußball spielen wird normalerweise bei uns in den kleinsten Mannschaften gelernt und davon profitieren halt die großen Vereine wie Schalke, Bochum oder Dortmund hier in der näheren Umgebung. Und das ist halt unsere Aufgabe, Jugendliche auszubilden oder Kinder auszubilden, die dann eventuell sogar den Sprung mal in den Profifußball schaffen können. Im grünen Bochumer Stadtpark steht dieser Turm. Davon gibt es mehrere in der Gegend und alle wurden zu Ehren Otto von Bismarcks erbaut. Von oben hat man eine wunderschöne Aussicht über ganz Bochum. Diese ist auch im Film Sommerfest zu sehen. Im Film unterhalten sich die Darsteller auf dem Turm über den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Dabei kommt auch die Schließung der Werke von Opel und Nokia zur Sprache. Und in der Tat ist der Wandel der Stadt Bochum von hier oben ganz gut zu beobachten. Statt qualmender Schlote sieht man hier vor allem heute eins: grün. Der Bismarckturm gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Sein Bau und die Kosten von 100.000 Mark wurden 1908 fast komplett durch Spenden getragen. Auf der Spitze des 33 Meter hohen Turms gab es bis 1988 eine Feuerschale, die an den Geburtstagen von Bismarck entzündet wurde. Ende der 90er musste der Bismarckturm für längere Zeit schließen. Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten wurde er 2001 wieder eröffnet und ist seitdem wieder für Besucher zugänglich. In den Sommermonaten hat der Turm ein- bis zweimal im Monat geöffnet. Das war unsere kleine Kinotour durch Bochum. Auch der Topkapi-Grill hinter mir spielt im Film eine wichtige Rolle. Aber warum, weshalb und wieso, das müsst ihr jetzt schon selber rausfinden. Am 29. Juni läuft der Film in den Kinos und wir verlosen Tickets, die ihr deutschlandweit einlösen könnt. Alles, was ihr dazu tun müsst, schreibt uns eine E-Mail an redaktion@checkpot.com und mit ein bisschen Glück schaut ihr bald Sommerfest auf der großen Leinwand. Alles weitere zum Gewinnspiel findet ihr in der Infobox und rein zufällig ist ganz in der Nähe auch der Abonnieren-Button. Klickt doch einfach mal drauf und guckt, was passiert. Bis zum nächsten Mal bei Checkpot.